Nachdem Spieler in der Anno-Serie schon das 16., 17. und 18. Jahrhundert erlebt haben, bricht in Anno 1404 nun das 15. Jahrhundert auf dem PC an. Passend zur Epoche erkundet der Spieler den Orient, mit all seiner Kultur, passenden Gebäuden und Ressourcen. Auch Golem.de-Spielredakteur Peter Steinlechner hat in Anno 1404 den Zauber des Morgenlandes entdeckt. Ihr kommt, um hier eure Verbundenheit zu bekunden. Anno ist ja mittlerweile die deutsche Vorzeige-Aufbauspieleserie und da ist es bei Anno 1404 so, dass man wie in den Vorgängern in einer historischen Welt sich vom kleinen, nicht so wahnsinnig einflussreichen und mächtigen Skipper mit seinem Kahn zum mächtigen historischen Industriemagnaten emporarbeitet. Ganz wichtig sind die Ressourcen, die der Spieler für seine Produktionsabläufe braucht. Er muss Steine sammeln, er muss Erze sammeln, er muss Hanf anbauen, Most und alle möglichen Waren. Das sind auch deutlich mehr als in dem direkten Vorgänger zum Beispiel. Dazu muss er Inseln erkunden und auf manchen Inseln gibt es viele Ressourcen und auf anderen gibt es verdammt wenig, aber dafür manchmal seltene oder manchmal gar keine. Das macht auch den Reiz von Anno aus, dass man auf Entdeckung geht und seine Ressourcen zusammensammelt. Neben dem klassischen Endlosspiel bietet Anno 1404 auch eine Kampagne, die den Spieler gelungen in das Geschehen einführt. Die Kampagne spielt sich in Teilen wie ein gigantisches Tutorial, ohne dass man so den erhobenen Zeigefinger hat. Ich finde das sehr gelungen. Ah, welch wunderbare Kapelle ihr errichtet habt. Eure Schaffensfreude gibt mir Mut, dass auch mein Kaiserdom bald vollendet wird. Von der Handlung her auch gut. Die Zwischensequenzen sind nicht so der Bringer, das sind nur gezeichnete und leicht animierte Bilder, aber dafür ist die Handlung sehr abwechslungsreich und überraschend und auch die Figuren sind klasse. Da ist der Kaiser, der krank ist und ein Bösewicht, der aus mysteriösen Gründen den Orient erobern möchte und eine leicht durchgeknallte Religionsfanatikerin, die auch ganz spannend ist und da passiert viel. Es ist vollbracht. Das Kreuzfahrerschiff wurde fertiggestellt. Gott möge es beschützen und all jene segnen, die gewillt sind für den rechten Glauben. Mit Verlaub, ich empfehle eine Handelsroute für den Steintransport. Bei all den Aufgaben, die Frau Kass auf euch abwälzt, habt ihr bestimmt Wichtigeres im Kopf. Möge der Herr diese Waffen salben, damit sie auf den Feind herniederfahren, zur Herrlichkeit des gerechten Glaubens und... Anno 1404 ist Entwickler Related Designs sehr gut gelungen. Bei Atmosphäre, Grafik und Spieltiefe sticht es seine Vorgänger locker aus. Wollen wir, Schwester? Die orientalischen Städte und Monumentalbauten im späteren Spielverlauf sorgen zusätzlich für Abwechslung und Langzeitmotivation. Der noch nicht implementierte Mehrspielermodus ist zu bedauern und auch der Kopierschutz mit 3 Aktivierungen des Spiels trübt den Gesamteindruck eines ansonsten wundervollen PC-Spiels.